Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Folge 3 von Minecraft Insel. Ja, es geht weiter. Wir können mal gucken, ob in der Kiste noch was ist. Oh mein Gott. Richtig, richtig viel Glas. Ich könnte damit, glaube ich, es lohnt sich, wenn ich die Insel damit vielleicht ein bisschen erweitere, weil Glasboden wäre auch mal cool. Vielleicht mache ich so eine kleine Glasebene auf der Insel. Ich glaube, das wäre ganz cool. Dann halt kann ich noch mal gleich unten schauen und mit dem restlichen Glas auch unten erweitern. Ja, das könnte ich auf jeden Fall machen. So, ich erweitere gerade ein bisschen meine Insel. Ich gebe noch 28 Glas aus. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Sonst wäre schlecht. Sonst spult einfach vor. Aber ist auch gleich fertig, also. So, die letzten drei. So, ich gucke erstmal unten nach, ob es irgendwas noch gibt. Habe ich vielleicht irgendwas noch im Moment, irgendwas Gutes? Nein, habe ich nicht. Aber ich guck mal. Hatten wir nicht irgendwo. Ich hatte noch gar keine Spitzhacke, fällt mir gerade auf. Ich brauche unbedingt mal eine Spitzhacke. Kann ich mir mal machen. Also ich esse erstmal das Brot. Brot ist lecker. Also zumindest in Minecraft. Nicht auch. So, ich fähre jetzt erstmal den Baum ab, weil ich habe. Oh mein Gott, ich habe eine Axt. Der Axt geht das ja so schnell. Es ist so cool. Also, erstmal hole ich mir ein bisschen, oh, ich hole mir mal eine Holzspitzhacke und ich kann mal ein bisschen unter Wasser. Ja, es gibt hier nicht so viel. Vielleicht mal ich. Ist das Weiße? Ist das was Weißes? Ist das Weißes? Warte mal ganz kurz. Oh, ich hole erstmal Luft. Ist irgendwas Weißes? Was ist das denn? Kann ich. Oh nein, perfekt. Ich habe keine Luft. Ich habe keine Luft. Oh mein Gott, ein Ertrunkener ist hier. Oh, was ist das denn? Quarz. Tue ich mal erstmal hier hin. Was ist da noch? Irgendwas krasses? Eine Kiste. Oh mein Gott. Helm. Der ist verzaubert. Diamanthelm. Mit Atmung 3. Aha, da können wir wahrscheinlich unter Wasser mit. Atmen würde ich schätzen. Oh. Schauen wir mal Ziegelsteine. 20 Stück. Stöbel, ich weiß noch nicht, was wir damit machen sollen, aber könnte ich mir. Ich könnte mir theoretisch eine Vase machen. Jetzt habe ich einen Blumentopf. Ich platziere den mal unten. Unten, ich bin unten angekommen, endlich.
Blumentopf, warte, Blumentopf. Blumenkopf. Blumentopf. Yay, kann man da Bäume reintun? Ja. Jetzt haben wir einen kleinen Baum im Blumentopf. Er gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Sinn. Nicht. Aber dann würde ich auch schon sagen, das war's mit dieser kleinen Folge. Dieses Mal ein bisschen kürzer. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.